alles schon dabei. Auf hier, 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 auf
wie ihr seht, richtig muntere Truppe hier. Andere Videos hat der Dirk bestimmt schon gezeigt oder andere Ausschnitte. Ist gut gefüllt. Ich würde sagen, das wird diese Saison, wie bei den Bayern, letzte Saison, Aufstieg, Meister am letzten Spieltag. Anton Heinz? Geil, finde ich gut, gefällt mir. Und hoffen mal, dass sie jetzt alle erstmal verletzungsfrei bleiben. Unser ewiges Thema in der letzten Saison, ihr wisst es alle. Wenn das wegbleibt, dann haben wir auf jeden Fall Potenzial und auf jeden Fall auch ordentlich Druck für alle anderen Traditionsvereine oder ja, getorten Vereine, um denen einen Batsch nach links und rechts zu geben. Alles klar, danke. Gerne. Im Stadion bei der
Gut, zum Reinkommen. Am Ende noch knackig gewesen mit dem 6 gegen 6 Turnier. Und man hat gesehen, die Jungs haben alle Bock, auch gerade dass der Wettbewerb am Ende noch. Ich bin mal gespannt. Neun Spieler? Ja, war ja erste Training. Ist große Vorfreude. Man merkt bei jedem, dass der wirklich richtig Bock hat auf die neue Aufgabe. Und morgen geht's weiter. Alles klar, danke. Bitte schön. Ja, hi Nils. Hi. Wie war der erste Eindruck, nach langer Zeit wieder hier zu trainieren bei Alemannia? Das war ein sehr, sehr guter Eindruck, muss ich sagen. Wir haben ja gestern schon so ein kleines Kennenlernen gehabt, wo wir die Jungs alle schon mal so, wo wir uns einfach mal so ein gegenseitiges Kennenlernen einfach hatten, auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, die Gesichter waren keinem fremd. So. Man kennt sich ja auch von Spielen gegeneinander. Ja, und heute hat man schon gesehen, dass das echt schon ganz gut harmoniert. Also ich hätte nicht gedacht, dass das echt so direkt auf Anhieb so klappt. Aber wenn das so weitergeht, bin ich da ganz guter Dinge, dass wir uns da eine sehr, sehr gute Mannschaft... Saisonziel ist ja Aufstieg. Oh, mit dabei, ja, ne? Also das muss man jetzt erstmal abwarten. Ne? Man muss jetzt erstmal gucken, wie das alles harmoniert. Dafür ist die Vorbereitung da. Dafür müssen wir uns finden. Dafür müssen wir hart arbeiten. Und dann werden wir sehen, was da am Ende bei rauskommt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Saison spielen werden. Ich hoffe es. Ich auch. Alles klar, danke. Danke, danke, danke. Hi. Wie ist es in Aachen? Ja, ich freue mich. Ich meine, die Stadt kenne ich. Wösing kenne ich, ist meine Heimat. Deshalb ist es natürlich wieder schön, hier zu sein. Und ja, erster Trainingstag war jetzt super vor den ganzen Fans, vor heimischer Kulisse. Gibt natürlich auf jeden Fall immer Bock für mehr. Und ich denke, der erste Tag war echt gut. Dein Ziel? Mein Ziel? Ja, einfach hier mit der Alemannia einfach erfolgreich Fußball spielen. Ich denke, das Wichtige ist, dass die Stadt auch wieder hinter dem Verein steht, so wie es auch in den letzten Jahren der Fall war. Wir natürlich wollen wieder immer gucken, dass es immer mehr wird. Und einfach jeden Tag versuchen, das Maximum rauszuholen. Alles klar, danke schön. Danke schön. Hallo, Chefcoach. Hi, Dirk. Hi. Erstes Training, wie war's? Sehr gut. Wir hatten ja jetzt mit Anton Heinz auch noch einen Neuzugang. Die Gruppe hat sich gestern schon kennengelernt auf eine andere Art und Weise. War ein sehr angenehmes Kennenlernen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Gruppe zusammen. Das muss natürlich jetzt zusammen wachsen in den nächsten 6 Wochen. Das wird auch natürlich auch mit meine entscheidende Aufgabe. Aber wir freuen uns. Die Jungs sind voller Tatendrang, haben einen guten Eindruck im ersten Training hinterlassen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker. Das hört man immer überall. Ne? War ein gutes erstes Training. Wir freuen uns. Jetzt gilt es natürlich auch da in den nächsten 6 Wochen gut zu arbeiten. Und am Ende wissen wir auch, dass wir an Ergebnissen gemessen wird und dass die Wahrheit dann ab dem ersten Spieltag auf dem Platz liegt. Stichwort Anton Heinz ist ja wirklich ein, ja, manche sagen ja Königstransfer, ne, geiler Spieler. Und ich meine, der stand dazu, der kann. War das so ein persönlicher Wunsch von dir auch? Ja, natürlich. Also wir sind da schon in sehr engem, sehr, 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 sehr engem Austausch, ja, auch mit Sascha. Und wir haben gesagt, welches Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch kriegen wir in der Liga nochmal zusätzlich bekommen. Und Anton Heinz ist mit Abstand der beste Freistoßschütze in der Regionalliga, hat Qualitäten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber im Abschluss, was Richtung Bundesliga geht. Ja, natürlich kann er sich auch in dem einen oder anderen Bereich steigern, aber dafür sind wir da, das haben wir auch klar besprochen. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das habe ich auch den Jungs gesagt, wir freuen uns auch, dass jeder andere da ist. Und das war mir auch wichtig zu betonen bei den Neuzugängen. Ja, kommen jetzt noch neue, kommen keine neuen. Ich habe volles Vertrauen in unsere Gruppe. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht freue, wenn noch ein, zwei dazukommen. Aber ich bin auch ohne Bauchschmerzen, wenn das nicht so ist. Ja, weil wir haben gute Jungs zusammen und es ist ja auch die Aufgabe, dann aus den Jungs das Maximale rauszuholen. Mhm. Meinst du, da kommt noch ein Stürmer? So ein guter? Ich habe ja gesagt, ich bin mit Sascha im engen Austausch, da musst du an den Sascha fragen, da bin ich ja nicht mehr in engem Austausch. Ja, wir sind, wie gesagt, wir machen uns Gedanken, ne? Es kann natürlich auch sein, je nachdem, wie weit man ist, dass man auch so ein bisschen mal schaut, in welche Richtung geht das jetzt auch in den ersten Wochen, ne? Das ist ja auch immer noch so ein Thema.
wenn man mal so die ersten Spiele gemacht hat, wo drückt vielleicht noch der Schuh, dass man so ein besseres Gesamtbild hat. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir uns auch mit der Stürmersuche weiter zumindest beschäftigen. Ja, weil Sascha ist auch ein Spieler, der auch gerne hinter den Spitzen spielt, Marc auch, ja, der sich das auch vorstellen kann. Deshalb macht man sich natürlich schon Gedanken drüber. Sascha Markierk ist ein bisschen eben nicht so mehr mittrainiert. Hat er irgendwas, Probleme? Ja, der hat Achillessehnenprobleme. Das war so eine Geschichte, die auch, warum er im letzten Spiel bei Fortuna Köln dann nicht gespielt hat, ist da aber auf einem guten Weg. Aber wir wollen das auch behutsam machen, damit wir nicht die gleiche Geschichte wie vielleicht wie beim David Sauerland haben. Das ist eigentlich der Hintergrund. Aber aktuell die Dinge, die er jetzt machen kann, soll noch nicht alles machen, aber das ist zumindest geht einigermaßen beschwerdefrei. Mhm. Lars Özmen hat auch noch so individuell mittrainiert. Ja, sah gut aus, hat mich sehr gefreut für den Jungen, war natürlich auch für ihn jetzt keine einfache Zeit. Ja. Menschlich, sportlich sehr, sehr gut auch gewesen bis zur Verletzung. Und der hat sich zurückgekämpft, kann jetzt wieder einige Teile mitmachen. Und ich fand, nach so langer Pause sah das schon ganz gut aus. Ja, ja. Richtig. Einer der Spieler war ja auch da aus der U19, U17. Ja. Ne? Der Vincent. Ja, hat ihn gesehen, da hat er einen guten Eindruck gemacht, ne? Ja, Vincent ist gar nicht aus der U19. Vincent hat den Background, dass er mal bei der Alemannia in der U17, ich glaube U17, U16, U15 etc. da gespielt hat. Ist dann zu uns nach Walheim gekommen, daher kenne ich den Jungen. Okay. Hab da auch so seinen Werdegang begleitet und versucht zu unterstützen. Und er war jetzt einige Jahre in den USA, ist auch Freshman des Jahres geworden, hat dann ganz guten Weg gemacht. Ist aber auch noch U-Spieler, also könnte die U-Regel noch... Erfüllen, genau. Er könnte die U-Regel noch erfüllen. Ich habe gesagt, komm mal zum Training. Früher warst du ein Guter. Zeig mal, wie du dich entwickelt hast. Hat es heute auch gut gemacht. Aber auch da ist es jetzt irgendwie zu früh, zu sagen, in welche Richtung geht das. Der wird jetzt noch mittrainieren und dann werden wir schauen, wie sich das entwickelt. Und der andere Spieler, Leo Mürgatz, der ist jetzt vom SV Eilendorf zu uns nach Aachen gekommen, hat auch Alemannia-Vergangenheit. Und da war im Vorfeld auch schon besprochen, dass wir so ein Paket schnüren, wo er sich in der Vorbereitung auch bei uns zeigen kann. So werden wir auch den einen oder anderen U19-Spieler immer wieder einbauen. Ja, zumindest eben der Vincent hat ein schönes Tor gemacht. Also im Winkel reingezogen, ne? Das war schon ganz nett. Ja. Jetzt trainiert er noch weiter hier in Würseln die erste Woche? Genau, der Trainingsplatz braucht leider noch ein bisschen Zeit. Wir trainieren jetzt morgen, nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben noch Mittwoch das Spiel in Eilendorf, Samstag Keveren. Und danach die Woche Montag sind wir 5 Tage im Trainingslager. Wo geht's hin? Darfst du nicht schon sagen? Ja, kann ich sagen. Es war erst Duisburg oder Bitburg Sportschulen geplant. Duisburg ist es uns nicht familiär genug. Wir waren da und Bitburg waren die Plätze jetzt nicht so gut. Deshalb fahren wir Richtung Westerwald nach Oberla. Da haben wir auch einen schönen Platz direkt am Hotel. Da werden wir 5 Tage sein und dann hoffen wir, dass der Platz schon in einem ganz guten Zustand sein wird. Es kann aber auch noch sein, dass wir dann noch eine Woche länger hier trainieren müssen. Schon mal so als Ausblick. Okay, alles klar. Ja? Dann schon mal fürs erste Mal vielen Dank. Gerne. Und viel Erfolg natürlich. Dankeschön, danke.